Exakt die Aufstellung vom Heimsieg gegen Hoffenheim. Wird es ein Tag, wo schlussendlich die Kölner die Ringe abfahren, weil sie gegen Augsburg einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht haben in Richtung Liga 1. Das sind die Vorgaben. Köln in Blau, Augsburg in den Traditionsfarben. Euch schön gespielt, Helmes! Der FC führt! Das ging schnell. Erster Angriff des 1. FC Köln. Schön gespielt. Achtung, jetzt wieder Helmes! Also wenn sie dann vorne sind und er ist dabei, dann ist es auch direkt brandgefährlich. Und dann Direktabnahme, gute Möglichkeit für den FC. Das bräuch. Novakovic, das gibt's doch nicht! 2-0 Köln! Die 2:0-Führung kurz vor der Pause für den 1. FC Köln, die hier natürlich einen Grundstein gelegt haben mit dem Ergebnis der ersten Halbzeit. Und die jetzt ganz, ganz große Möglichkeiten haben, hier einen wichtigen Schritt Richtung Liga 1 zu machen. Novakovic klärt da. 16, Achtung, Mondragon ist da. Helmes. Eieiei, Helmes, Helmes! Das gibt's doch nicht! Der FC führt 3-0! Was für eine Chancenverwertung von Patrick Helmes. Unglaublich. Unwahrscheinlich der Antritt des Nationalspielers. So, jetzt brauchen wir keine Propheten sein. Jetzt wird es natürlich wahrlich schwer für die Augsburger, denen immer noch der Schlüssel zur Torchance fehlt. Der Glaube der Augsburger unterdurchschnittlich, auch wenn sie ihr Tor machen. Elton da Costa. Nach Vorarbeit von Lars Müller. Irgendwie aufgrund der Spielanteile verdient. Das war's dann. Der 1. FC Köln gewinnt. Nie gefährdet. Mit 3:1 in Augsburg. Die Mission von Christoph Daum geht weiter. Die Mission 1. Liga. Und er ist so nah dran wie noch nie in seiner Zeit jetzt beim 1. FC Köln.